Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play 3 Days of Game Heroes. Und wir sind hier vor der Tür zum ersten Boss. Ich spacke mir ein bisschen mein Schild ab, während wir einfach hier reingehen. Voll aufgesperrt mit dem Master Schlüssel und ja, sieht mir cool aus und was? Nein! Nein! Warum ist der erste Boss eine Schlange? Danke Schlange, ich hasse dich. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Du musst es gemerkt haben, Meister. Er hat einen, aber ja, okay, es ist der Schwanz. Natürlich ist der Schwanz die Schwachstelle. Und ich bin Energie. Interessant. Oh. Ja. Okay. Okay, okay. Stirb. Ah, mehr Energie wieder. Autsch. Das hat weh getan. In den Arsch. Vor Knapp. In your Arsch. Oh, 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 oh. Komm schon. Und Vamps. Wieder ein Arschteil weniger und der Apfel hat sich hochgeglitscht. Danke Spiel. Kann den Apfel nicht aufsammeln. Kabuts. Okay, hoffentlich kann ich den aufsammeln. Danke. Okay, okay. Kabuts. Autsch. So, dann sollte es gleich gewesen sein. Kabuts. Kaputt und das war's. So. Schneller, es geht einsammeln und wir erhalten unseren ersten Apfelcontainer. Und wir haben jetzt 5 Herzen. Äpfel, meine ich. Dann schauen wir mal, was gibt's da hinten Schönes. Da ist ja noch ein Raum. Du da! Hast du und dein Feenfreund gerade diese Fee, diese Schlange besiegt? Ja, ich habe diese Schlange besiegt und die Fee ist einfach nur blöd herumgeschwirrt, hat nichts getan. Ja. Meister Saskes Schwertkunst ist erstaunlich. Natürlich haben wir sie besiegt. Halt's Maul, Fee, du hast gar nichts gemacht. Aber könntest du einer der 6 Weisen sein, Sir? In der Tat, das bin ich. Ich bin der Weise Indi, der Grasplains, der Grasimini, was auch immer. Ich war unvorsichtig. Ich wurde von bösen entführt oder gefangen genommen oder was auch immer, als ich den Ort beschützt habe. Aber dank euch zwei bin ich nun in Sicherheit. Ja, der König hat uns gefragt, gebeten, die Orbs zu finden. Also sind wir hier. Eine Sterne, die Legende des legendären Helden. Diese noble Visage. Was hast du gerade gesagt, du Arsch? Ich schlitz dich auf, oder hau dir ein Chidori rein, ey, du scheiß alter Mann, ey. Du bist der Prinz von Dodano Kingdom, also von Königreich Dodano. Genau. Weiser Indi. Meister Sasuke ist es bestimmt, uns zu retten. In der Tat, ich spüre große Hoffnung in deinen Augen. In meinen Augen gibt es nur Hass und Verlangen nach Rache. Und wenn du noch einmal so einen Scheiß erzählst, dann mache ich dich mit meinem Amaterasu fertig oder schieß dir mit meinem Susanoo ein und feile in deinen Scheißbauch ein. Wir schon sehen, Alter.
Ich mach dich fertig, wenn du noch mal so einen Scheiß redest. Ja, hab ich ja nichts zu gemeint. Ich meine, ja, viel Hass in deinen Augen, aber du kannst uns trotzdem retten. Ja, nimm dies nur ab, ist erstes Mal mit dir, sonst sterbe ich hier noch in Altersschwäche, wenn du dich nicht weißt. Ja, gib schon her, alter Typ hier. Den gelben Orb. Warum ist der so gelb? Der Orb beinhaltet Magie größer als einer Magie. Jeder Magie, die man in 2D finden kann. Die Aufgabe unserer Weisen ist, diese magische Orbs an einen Helden anzuvertrauen. Die Magie des gelben Orbs gehört dir. Ja, du hast das Helden-Dingensbums irgendwo am Hals wahrscheinlich. Sieht cool aus. Nee. Was, das soll der Weg sein, ey? Scheiße, ey. Scheiß Orochimaru-Dingens ist noch immer da, ey. Verdammte Scheiße. Ja, Shader Magic. Parallax! Was ist das, Sharingan-Fähigkeiten, Mangekyo, oder was? Diese Magie wird geheime Dinge, Böden und die Hinweise und der Pula-Rasa der Tablette sichtbar machen. Wie auch immer, du kannst das... Scheiß drauf! So... Zauber ist dort, wo du Großes in versteckt vermutest. Ich bin so alt, mein Englisch ist scheiße, wisst ihr. Früher haben wir da nicht so viel Englisch in der Schule gelernt und erhält und ihr wisst, ja, egal, auf jeden Fall. Geh und hol die Reste der Orbs für den Frieden des Königreichs. Der Rest der Weisen wird dir auch mal Magien von den Orbs beibringen. Vielen Dank, Weise Indy. Aber wo sollten wir als nächstes hingehen? Vielleicht der Waldtempel. Im Nordwesten wirst du dem Wald, der nie wieder Rückkehr. Was? Ach, Alter, halt die Klappe. Ja, ich muss in den Wald. Durch diese verfluchten Wälder, lass mich jetzt noch mal fertig reden, musst du gehen, um den Waldtempel zu finden. Ja, besten. Danke dir, Weiser Indy. Lass uns gehen, Meister Sasuke. Gut, ich zähle auf euch zwei mit meiner Hand in der Höhe, oder was auch immer. Oh, Meister, hast du das in deinem Equipment in deinem Menü gewirkt? Du kannst Quadrat drücken, um etwas auszurüsten oder entzurüsten von deinen Items. Ja, mit L2 und R2 kannst du die Items durchwechseln. Hast du das gemerkt? Ja, ich bin nicht dumm, du blöde Fee. Versuch Item... Ja, die Klappe, ja. Mega durch, Abspacken-Modus. Ja, ich bleib im Boomerang! Vernichtung! Ich will nicht mit der alten Marine, ich hasse... Ich nicht das. Nö, warum sollte ich? So dumm kann ja niemand sein. Einfach den Boss wiederbeleben. Nö. So, hier Magie auffüllen. Boah, wir haben jetzt 4 Magie, wir haben gerade nur 1 gehabt. Wir haben jetzt 4. Ich hatte 4 mal unsere coole Magie einsetzen. Wow, Mega Leuchtmodus. Was ging denn gerade mit dem Wasser ab, ey? Oh, was geht jetzt ab? Und so, die Junge, die begann das Abenteuer des jungen Seele. Den Orb in der Hand haltend.
Bla. Schicksal um den Helden herumschwirrt. Würde tragen. Große Verantwortung. Große Macht. Große Verantwortung. Ach, was soll's. Komm, starte dein Abenteuer. Kehr ins Licht des Friedens zurück zum Kingdom von Dottnia. Ja gut, alte Klappe-Erzähler, du bist scheiße. Hier, mega Aufschlitzung. Und wir gehen das erste Mal jetzt nicht in den Nordwesten. Scheiß jetzt drauf, was dieser Scheiß-Opi gesagt hat. Denn ich will zurück in die Stadt. Ich will mein Geld ausgeben. Für, noch ein paar Lampen und einen Heiltrank am besten auch. Für ein... Ah, fick dich! Du scheiß pfeilwerfender Drecks-Dingensbums, was auch immer. Aufschlitzen! Gut, schon für Geld. Fragen wir, oh, wir haben schon Pfeile gefunden. Warten wir mal, ob das wohl ein Hinweis ist, dass wir bald einen Bogen finden. Na, mal schauen. Ich weiß es nicht. Ja! Wumms! Mega Schwert! Ich habe wieder einen großen Mega! Ja, genug da. Gut, es bleibt noch ein bisschen Zeit für Shoppen! Ah, Shoppen! Hasen töten! Und noch mehr Hasen töten! Nein, Hasen töten! Stiere Hase! Oh nein, er hat mir Schaden zugefügt! Scheiß Hase! Dann mal schauen, wenn sich das noch ausgeht, werde ich euch das Schmieden aufzeigen. Booms. Recheck Village. Das wurde auch von ihnen. Da ich jetzt in den alten Final Fantasy spielen, wurde mir gesagt. Ist das hier? Und das sind die zwei Mädels. Aha. Die Monster machen es schwer, die Stadt zu verlassen. Nö, nicht wenn man ein Schwert hat. Die haben selbst doch einen Schlag. Okay. Ich kaufe mir hier so einen roten Trank. Arsch. Okay. Kaufe ich mir hier so ein 5er Päckchen Lampen. Ja. Und auch ein 5er Päckchen von denen hier. Weil damit kann ich mich außerhalb von ja, nennen wir es Zelt. Man kann außerhalb von Dungeons kann man sich damit ausruhen. Also so Final Fantasy like. Deswegen habe ich es Zelt genannt. Ich habe keine volle Energie. Deswegen ist mein Schwert nicht fett. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal zum Schmied. Dafür haben wir noch genug Zeit. Hier, das ist der Schmied. Ich schau mal hier rein zuerst. Was war hier nochmal? Ah, hier können wir, glaube ich, das andere Schild kaufen. Das wäre auch eine gute Investition, denke ich. Nur wir kaufen jetzt erstmal das. Bogen. Und, ja. Und noch so 30 Pfeile noch dazu. Okay. Kann ich 10 noch kaufen? Ja. Gut, dann haben wir mal genug Pfeile für Seite und den Eisenschild. Den, denke ich, würde ich auch kaufen, ja. Den kaufen wir auch. Weil mit so einem Holzschild kommen wir nicht weit. So. Jetzt schauen wir noch zum Schmied, ob wir noch genug Geld haben, irgendwas aufzuschmieden. Und dann werde ich auch den Paar dann enden. Wir haben eh schön was erreicht heute. Okay. Ja, kann es. Ich kann es entweder länger oder breiter machen für 75. Für 250 könnte ich. Interessant wäre der dann, aber das kann ich noch nicht machen. Ja, ein bisschen länger machen wir das einfach. Okay. Sehr schön. Ja. Machen wir es noch mal länger. Länger ist immer gut. So. Nö, mehr nicht. Okay, gut, der hat mich vorgeheilt. Der Typ ist cool. Und jetzt schauen wir uns noch mal an.
wie lange unsere, ja, ihr wisst, Worms, schaut euch das an, Worms, das ist schon so breit wie das Haus, ich meine, so lang wie das Haus, wo ich hab gerade da drin, ja, sehr schön, ich hab's erwischt. Gut, jetzt muss ich sagen, das war's dann für heute mit 3D Dot Game Heroes und wir sind dann beim nächsten Mal wieder. Ich speichere hier noch. Nein, ich will kein neues Speichern. Da, hier speichern wir. Bis zum nächsten Mal, Leute, dann. Bis dahin und ciao.